Bonjour, nous sommes Sische Wirtschaft, un bar, un théâtre, un café-stop, un Schauspielhaus, de Freistocks, rue Blücher in Strasbourg, et je désole, on n'a pas filmé. Le cabaret des curiosités, vu des frères aufgemortet, kehrt zu den Plätzen, die Morten uns zu überraschen. Bonjour! Comment ça va? Ça va bien. Bien, que good. Prima. Super, très bien. Bien. On est où? Très heureux. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici? C'est la deuxième fois. Un restaurant dans un cabaret, qu'est-ce que ça apporte en plus? Bah, c'est rigolo, il y a des gens qui vont venir pour un spectacle et qui vont pouvoir manger. Et inversement, des gens comme moi qui vont venir pour manger et qui vont se dire « Ah bah tiens, je pourrais aller voir un spectacle. » Ça fait longtemps qu'on doit ouvrir un cabaret comme ça. Ça manque à Strasbourg, c'est fait. Et je pense pourri. Wie früher, wenn ich froh. Und du kommst kindliche Erfahrungen erleben und geht es? Und geht es, und geht es. Und musizieren. Il y aura deux entrées, pois chiche. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept, Jean-Marie? J'aurais tendance à dire que tout me plaît. Aussi bien le décor, ce que j'ai eu l'occasion de manger avant, et surtout la possibilité de laisser à des gens s'exprimer, enfin des artistes venir s'exprimer ici. Au Freistocks ? Au Freistocks d'abord, tout d'abord. Merci d'être venu. Wer ist der Freistocks? Der Freistocks bin ich. Ah, ihr seid der Freistocks? Ich bin der Freistocks, ganz genau. Wie kommt der Name her? Mein Name ist so geheißen. So, ich stehe offen für alle Künstler und für alle Genres. Für alle Genres, das ist die Hauptsache. Also, wir kommen von Rock'n'Roll bis an klassische Musik. Da kann man italienische Musik haben, da kann man französische Musik haben, da kann man alles haben. Und wir haben nicht von Theater gesprochen noch. Dann will er auch Theater machen. So wie zum Beispiel, wenn wir bis Ende von Oktober ein Karaoke-Theatral. Also, was mit dir ist, wir können alle Karaoke verstehen, aber wir machen das mit Theater. Und wir wollen aus jeder Elsässer, jeder Straßburger, etwas finden, wie gesagt. Ich habe gesehen, dass hier und da noch einen so elsässischen Ausdruck auf ihrer Website. Ja. Warum die Idee? Sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, also wir heißen der Freistaat, das ist elsässisch, okay? Aber nur ist nicht alles elsässisch. Und ich glaube, so Pinkel ab und zu von elsässisch. Und das macht uns ganz besser. Ich habe es nicht gehört, gesagt, ah, ich habe es gesehen auf dem. Da wird es so wie Sie. Trüdelsack? Ja, mein Trüdelsack. Bereitet die Lederwurst oder tiefen Schießer. Oder, und das erinnert uns alle, wenn wir in der Sitzung sind. Comment vous est venue cette idée de marier le restaurant bistronomique au concept de cabaret? C'est d'abord une rencontre. Hein. C'est une rencontre entre un communicant féru de culture et un restaurateur aimant la gastronomie. Et l'idée de joindre les deux est rapidement venue. Et dont le fonctionnement repose sur votre complémentarité, en fait. Complètement. Complètement. Comment vous fonctionnez, justement? Ben, là, on se partage parfaitement bien les rôles, ce qui n'empêche qu'on discute de tout. Enfin, bon, j'ai pas beaucoup discuté de sa bistronomie, puisque il sait faire, et en particulier aussi, au niveau des vins. Il y a une petite référence à l'Alsace encore. C'est finalement, on est là comme un Stammtisch. Les tables sont serrées, on est proches l'un de l'autre, ce qui permet à la fois d'engager la conversation avec des gens qu'on ne connaît pas et de créer des liens. Et c'est ça, je dirais, l'objectif du Freistocks. C'est de créer vraiment une communauté, que quelque part on se sent bien. Also, der Freistocks bietet andere Wege zum Ablenken. Und der einzige Weg, wie kein Zuckers ist, ist der, wie man mit dem Herz nimmt. Das hat Sandrine vom Dienst verstanden. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis bald!
Ich bin Sandrine Burger. Ich bin von den Säumen Courage Paris. Und ich bin Lehrerin geworden. Und ich habe alles aufgesteckt für die Bühne. Ich habe immer den Willen arbeiten. Deine Eltern sind Bühne, oder? Ja, der Papa ist Bühne und der Bruder ist jetzt auch Bühne. Was gefällt dir am besten in deinem neuen Beruf? Ich habe gerne draußen mit der Natur zu arbeiten. Wir machen Kinder kommen. Sie können den Geburtstag bei uns feiern, hier im Hof. Nur habe ich den Kontakt mit den Kindern gehalten. Bist du Frau oder Frösch? Ich bin Frau. Mit wem? Mit allem, was nicht geht, wie ich will. Und wo hast du Elsässisch gelernt? Dort, mit meiner Mama und mit meinem Onkel. Ihr Lieblingswort? Schnapsidee. Der Papa sagt mir immer, was, alles, was ich machen will, ist eine Schnapsidee. Ich mache es durch, also, es geht gut. Ohne oder mit? Ohne. Ohne Spritzmittel. Und mit was? Mit viel Gagummer, bis Jahr. Was ist am liebsten im Elsass? Die Landschaft. Bei uns ist es schön. Was würdest du im Elsass schon scheren? Ich hätte gerne, dass alle ein bisschen mit zufrieden waren.